Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Zevtech Ages. Und neben mir sind die ritzbereiten Versuchstiere Anja und Malte. Was? Und ich. Servus. Sowas habe ich nicht unterschrieben. Das Kleingedruckte mit der Geheimschrift, 4-Punkt-Größe. Du weißt? Oh ja. Oh, halt. Das komisch, ne? Ja, und zwar stehen wir hier nicht ohne Grund, weil wir hatten ja... War es in der letzten Folge oder in der davor? Weiß gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Ja, auf alle Fälle diese Steine, also den Stein müssen wir umwandeln in was? Ja, Anja macht's schon vor. Anja ritzt sich. Und? Ja. Genau. Und zwar in so eine Rune, die wir brauchen. Kannst du gerne das Messer weiterwerfen? Ja, oder wenn du... Ich wollte gerade sagen, ich kann noch, aber muss ja nicht hoch auf die auf den Altar kommen. Ist schon fertig. Stopp. Ja, und jetzt brauchen wir noch du einen. Du darfst auch noch eine. Ja. Rechts. Ich muss essen. Gut, mal. Du solltest eigentlich nicht so lachen, ne? Dir ist es nicht ja. passiert. Ja. Jetzt haben wir hier wieder dieses Ich bin auch immer so nudelig mit eurem Leben umgeht. Junge Leute. Ja, ich hatte auch ziemlich viele. Und dann ging es doch. Das ist so süß, wie er da so... Huch, falscher Knöppe. Wie er da so liegt neben... Kaffieren, ne? Also. Nein! Rest in Peace. Wir fangen nochmal neu an. Cut! Rest in Pisse. In Peace. Ich hab übrigens hier, das kann ich dir noch geben, das ist dein ja. Fleisch. Oh, danke. Okay, jetzt haben wir aber 16 von diesen Teilen, ne? Ja. Und wir brauchen die, wir machen das ja hier nicht zum Spaß. Schmeiße dir gerne mal zu. Ich ritz mich nicht mehr. Nee, müssen wir jetzt auch erstmal, vorerst nicht. Ihr könnt euch beide ritten, ich bin da raus. Ja, immerhin, das Becken ist noch voll, also wir können noch ein paar machen. Nee, das, warte mal. Nicht, dass das gute Blut jetzt verloren geht, wenn wir den vergrößern. Nein, wir müssen jetzt diesen Blutorb des Lehrlings herstellen und also sozusagen. Oh, schon wieder. Also das ist ja jetzt ein einfacher Blutaltar. Wir müssen den ausbauen in Stufe 2 und da müssen entsprechende Steine ringsrum gesetzt werden. Das sind diese hier, die Blutrunen, und die müssen wir auch herstellen. Können wir nachts schlafen? Können wir nachts schlafen? Moment. Das. Nee. Ist in der Wand. So. Brauchen wir so eine Koralliumperle? Nochmal, Koralliumperle? Vielleicht jemand herstellen? Beziehungsweise brauchen wir diese roten hier. Oh. Nee. Was brauchen wir? Moment. Ich mach erstmal. Wir brauchen eine Koralliumperle. Koralium. Ja, und aber eigentlich. So ja, wie man das schreibt, das Koralium. Aber wieso wird mir das hier noch als unfamiliär angezeigt? Weil wir es noch nicht kennen, wahrscheinlich. Koralliumperle. Dann geht's nur über die Koralliumperle. Ja, da brauchen wir diesen Koralium-Infused Stone. Ja. Und das können. Oh, hallo? Genau. Das, ja, genau, das, haben das, wir hier das kann ich ja. Gem? Ja, diese Gems müssen wir zu einem Stone zusammensetzen. Richtig. Und da gibt es entsprechend mit 333 und Steinen oben und unten. Ja, kann man verschiedene Steine nehmen. Ja. Und wie viele Steine brauchen wir davon? Achso, einen glaube ich nur, oder?
Nee, wir brauchen von der Blut, von diesen Blutrunensteinen brauchen wir 8 Stück, um die einmal direkt um den Altar ringsrum zu setzen. Ach so. Ich komme aber immer jedes Mal auf diese Falten. Und was für Steine braucht man dafür? Hier, Ausbaustufe 1. Nee, wir brauchen noch gar nicht diese Blutrune. Entschuldigung, Ausbaustufe 1. Geronnenes Blut. Ja, das hatten wir ja das letzte Mal hergestellt, noch nach der Aufnahme, ne? Weil wir gucken und wollten, wie das funktioniert. Ja, genau. Und das ist so ein erstarrter Blutschleimblock. Ja. So, und der funktioniert, Entschuldigung, indem wir... hier sind noch Zombies. Wenn wir Zombies finden, immer her damit, weil wir brauchen Zombiefleisch von denen. Ich habe gerade einen Zombie gehört, als ich da unten im Keller war. Echt? Ich stehe neben dir und höre nicht. Okay. Doch, oder hier stand ist neben dir. So. Ja, genau. Aber bin ich mir immer nicht sicher, ob es nur euer Mod ist, der so komische Geräusche macht oder nicht. Nee, also die nicht. Wir hatten außerhalb der Aufnahme schon mal 4 geronnenes Blut hergestellt. Wo bist du, Melanie? Ich bin jetzt in der Schmiede. Sehr gut. Ich bin in der Schmiede und würde jetzt noch mehr von dem Zombiefleisch mal einschmelzen. Denn wenn ich das richtig sehe bei der Blutrune, wir brauchen ja 8 Steine. Ja. Und ich habe 4 geronnenes Blut. Ja, aber reicht unser Rotten Flesh? Das weiß ich halt nicht. Jetzt möchte muss ich nochmal schauen. Ne? Blutorb des Lehrlings. Nee, das ist Ausbaustufe 2. Wie komme ich denn jetzt zur Ausbaustufe 1? Oh, dann nehme ich das hier. Schwachen Blutorb. So. Und... Ach so, vielleicht brauchen wir auch nur einen geronnen. Okay, dann nehme ich den jetzt erstmal mit. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Altar. Das Messer habe ich ja noch bei mir. Ist halt ein bisschen verwirrend. Mich hatte das gerade jetzt irritiert. Es gibt mehrere Ausbaustufen für diesen Altar. Und wir müssen jetzt die erste Ausbaustufe machen. Ich habe immer blöderweise bei der zweiten geguckt. So, und jetzt lege ich eine da drauf. Geht ja gar nicht. Nun ritzt sie sich schon wieder. Ja, und die muss ich jetzt verwandeln in so ein andere... Becken sieht eigentlich schon so voll aus. Aber man kann mit dem Kompass auch nur Darkland-Sachen finden. Ah, okay. Oh, ich habe ziemlich Herzklopfen. Okay. Also müssen wir gleich mal so. Ja, dann gib was mit. Ja, komm. Also ich mach das nicht mehr. Oh, Hilfe. Mikrofon ist so dicht. Genau, schwacher Blutorb muss dann, der muss sich verwandeln in einen schwachen Blutorb. Und du brauchst da 1000 wahrscheinlich Gesundheitsteile, bis sich diese Kulle verwandelt. Ja! Ja, genau. So. Oh, jetzt hau rein, Mädel. So, und damit, wenn ich jetzt auf U drücke, genau, damit kann ich jetzt diese Blutrunen herstellen. Und da brauchen wir Stein dafür, also gebrannten Stein. Hab ich. Jetzt... Hast du? Wie viel hätten Sie gerne? Achso, den habe ich auch bei mir. Ich brauche einfach eine Werkbank. Warte mal, ich kann die aber auch hier schnell. Wollte gerade sagen, ich könnte auch. Ihr könnt ja schon mal ringsrum unten. Jetzt habe ich es wieder aufgenommen. Ja, hier ringsrum das mal aufklopfen, dass wir dann die ersetzen können. Vielleicht sollte ich. Oh, ich höre eine Ratte. Toll, hab mir viel geholfen. Ja. So. Also es ist so, dass man von diesem schwachen Bluturb, der speichert die Lebensessenz, brauchen wir tatsächlich nur einen und damit konnten wir jetzt alle 8 Steine machen. So, und die kann ich jetzt hier einsetzen. So, und damit ist der Blutaltar jetzt auf Stufe 1. Man sieht das zwar irgendwie nicht. Nix, ja. Nee, aber wenn wir jetzt auf das nächste Rezept gehen, es geht ja darum, dass wir dieses Beneath herstellen wollen, also oder beziehungsweise ein Portal, um in das Beneath zu kommen. Ne, das ist bei den Advancement, ist ja das der nächste lilane Strang, der Beneath. Ach so, warte mal. Oh, jetzt bin ich ja gerade mal ganz wirre.
Und um den herstellen zu können, müssen wir dann so ein Ritual von Abyssalcraft durchführen. Und dafür brauchen wir aber einen Blank-Teleporter. Ja, wenn ihr das im Crafting-Menü dann anklickt. So, und um diesen Blank-Teleporter herzustellen, braucht man so einen Blutorb des Lehrlings. Und der wiederum geht halt nur, wenn wir den Blutaltar, der muss Ausbaustufe 2 haben. Und da brauchen wir jetzt so eine Korallium-Perle, die muss umgewandelt werden in den Blutorb des Lehrlings. Aber ich dachte, das ist jetzt Stufe 1, was wir hier gerade gemacht haben. Ja. Nee, umgekehrt. Der Blutaltar war vorher Ausbaustufe 1 damit konnten wir jetzt so eine geronnenes Blut umwandeln in diesen schwachen Blutorb. Und die grüne, um diese herzustellen, also Blutorb des Lehrlings, braucht man den Altar der Stufe 2, den wir jetzt hier eingerichtet haben mit diesen Steinen. Und das hatte mich jetzt eben gerade ein bisschen verwirrt. Ich hole mal die Perlen. Opa-Dingens. Ja. Na komm, renn. Genau. Ah, nee, so wir haben nur Korallium-Gems. Ja, aus denen machst du ja Macht man aus denen die Dinger? Du musst Stein oben und unten setzen und 3 Korallium-Gems zusammenbringen. Ich nehme das wieder weg, dass ich mein Dingens hier gelb gemacht habe, meine Suche. Nochmal drücken oder irgendwie. Oder mit der linken Maustaste unten in dem Beschreibungsfeld mit der linken Maustaste klicken, genau. Jetzt. Mehrmals. Doppelklicken sozusagen. Haben wir hier irgendwas Fertiges? Du musst diese Gems erstmal zu 3 Gems zusammensetzen und davon brauchst du 3x3 insgesamt. Nicht diese einzelnen Gems. Ja. Und dann oben und unten, ich habe hier noch gebrannten Stein, den kann ich dir mal hinwerfen. Muss das dann eingerahmt werden, oben und unten mit Stein? Oh, das geht sogar nicht. Okay. Wie, was? Kann aus den Barren tatsächlich und die keine kann ich jetzt abbauen. Dings mehr herstellen. Ich muss also frische abzapfen. Nee, die müssen wir im Ofen brennen. Ja. Und daraus wird eine Korallium-Perle. Achso, du redest gar nicht mit mir. Alles klar. Ist die weg? Mhm. Oh, Scheibe. Nochmal bitte, Anja. Vergiss es. Nee, sag doch nochmal bitte. Ich kann schlecht beiden gleichzeitig was zuhören und schon, sagen. Ich mach schon. Okay. Wo setze ich denn jetzt hier diese geronnenen Blutteile? Ich mache die mal in die Mob-Drop-Kiste. Oder daneben. Ist ja noch Platz. So. Dann kümmere ich mich mal um die Blöcke. Ah, ich habe sie Perle. Okay, sehr gut. Wo bist du jetzt? Ach, du bist schon bei den Blöcken? Oh, scheiße, da ist ja noch Blut mit drin. Oh. Wo ist Blut drin? Ja, geht das jetzt gar nicht. Ja, warte, nimm die Zinnklumpen doch nochmal raus. Die sind schon am Schmelzen, oder beziehungsweise kann ich nicht mehr. Oh. Oh Gott, na, warte, Hilfe. Na, dann lass mal das Blut hier schnell ab. Ja, toll, jetzt habe ich sie rausgenommen. Oh, jetzt kannst du wieder reinlegen. Ich baue das hier ab. So, und dann ist das Blut weg. So. Jetzt müssen sie durchschmelzen. Aber wir haben... Ach so, wir haben alles immer gleich im Bachen. Ja, und die gehen nicht mehr zusammen zu craften. Okay. Wir müssen nochmal schlafen. Das, was ich gesagt hatte. Ja. Diesmal puffst du, Melanie. Wie kriegt man denn einen Bronze? Ja, das überlege ich jetzt nämlich auch gerade. Das war gerade mein Dilemma, als du herkamst. Wie? Ach, ganz einfach. Also dann nicht einfach. Wahrscheinlich zusammen. Nee, wir müssen es oben in die Schmelze reinkippen, dann wird das auch ein Bronzeblock. Wir haben ja im Prinzip hier nur dieses. Wir haben ja nur dieses Casing, wo wir Blöcke, also hier ganze Blöcke herstellen können. Da müssen wir die Barren einfach nochmal einschmelzen. Ach so.
Wie lange haben wir eigentlich noch? Wir sind jetzt bei 21 Minutes. Ah. Na, dann können wir ja vielleicht erstmal hier... stimmt ja nicht. Ich hatte ja schon länger laufen. Du hast schon länger laufen lassen. Ja, ja, nee. Also haben wir noch ein bisschen Chillzeit. Okay. Ja, dann gucken wir, dass wir den Rest vielleicht schon ein bisschen zusammentragen können von dem. Also wir brauchen Black Dye Powder. Das haben wir. Das habe ich nämlich gerade aus der einen Kiste raussortiert. In die Kohleblöcke. In die, ja. Wie viele? Dye-Kiste. Zwei Stück. Zwei. Da haben wir auch, glaube ich, noch einen. Oh, das ist der Zinnbrock. Wir haben nur normale Kohle, dann würde ich da mal zwei Kohleblöcke über die Presse herstellen. Ich nehme das jetzt erstmal alles mit. Im Übrigen haben wir jetzt hier eine sehr schöne Treppe, die hat Malte nochmal optimiert. Stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja. Nicht erwähnenswert. Unser Entree. Doch. Unser Foyer, wie nicht aufgepimpt wurde im Haus. So, ist hier unten noch was drin? Nein. Dann schmeiße ich das. Ach, das braucht so lange, das Kupfer. Ja, das braucht recht lang, das stimmt. Hier müssen wir das auch mal noch optimieren mit dem Weg, beziehungsweise hier den bei dem Pferd. Oh, wieso rennt das Pferd nicht? Warum tust du nicht das, was du machen sollst? Oh, wo ist denn deine Leine? Der hat gar keine Leine um. Ja, keine Ahnung. Ich war noch nie an dem Pressding. Ich auch nicht. Hä? War noch nicht mal nicht da in dem Gehege, hab ich eine drin überhaupt. Oh, ich habe hier eine. Okay, dann nehme ich die doch. Und bis jetzt immer alleine pressen. Genau. So. Oh. Ja, ein Kohleblock. Ja, das geht ja recht schnell. Mäusefamilie großgezogen, bis das durchgeschmolzen ist. Mhm. Oi, oi, oi. Über 17 Generationen. Okay, ich habe die beiden Kohleblöcke. Ja, toll. Ich habe schon einen Zinnblock. Yay. Und ein Drittel des Kupferblocks. Man kann das ja ein bisschen vorspulen, oder nicht? Naja, sind ja jetzt sozusagen gleich relativ fertig mit der Folge. Stimmt. Ach so. Da lohnt sich das nicht mehr so wirklich. Wirklich? Wirklich. Ja, wir können ja in der Zwischenzeit Ach so, nee, das ist ja gar nicht. Warte mal, jetzt bin ich aber doch etwas. Wir brauchen einen Bluturb des Lehrlings noch. Ah, wir können die Korallium-Perle aber schon nochmal beim Blutaltar in einen Blutorb des Lehrlings umwandeln. Dann brauchen wir noch einen. Warte. Ich muss mir nur etwas anderes zu essen mal noch mitnehmen. Obst. 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 Die Perle hast du ja schon, oder? Komm ich aber mit. Ja, das kann ja auch alleine da schmelzen. Eben. Zweite Drittel ist jetzt gerade so kurz davor abzulaufen. So, wer hat den Decker? Ich hab einen. Ah, okay. Ich hab auch einen. Ach so, haben wir zwei? Ja. Okay. Ja. Ich. Uiuiuiui. Ui, ui. Gut, schmeiß lieber weg. Du siehst schon sehr rot aus, dein Balken. Melanie, pass auf, du machst zu schnell. Ja. Achso, jetzt bin ich wieder neu. Ich kann auch. Jetzt, wir können uns ja den Schmerz teilen. Okay, jetzt muss Anja wieder. Ja. Achso, ich habe ja meinen eigenen Ritzer. Ah, okay. Sehr gut. Wie beim letzten Mal. Ja. Noch ein bisschen umschon. Sehr gut, ja. Blutorb des Lehrlings haben wir da jetzt. Ja.
Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die drei Blöcke. Ja. Und dann hätten wir alle Zutaten. Richtig. Naja, aber dann machen wir doch jetzt hier Schulz. Ja, und gucken dann, dass wir den beim nächsten Mal... Schmelzen den Krempel da fertig. Ja. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Bis denn, tschüss. Dann, bis tschüss. Dann. Tschüss.